halt so seriös aus, Martin. Wie? Ach ja, du kennst ja diese dumme Belehrungsklausel am Arbeitsplatz. Aber damit musst du schließlich rechnen, wenn du mich auf der Arbeit anrufst. Ich freue mich, dass du gleich gekommen bist. Aber wie bist du eigentlich reingekommen? Die Wohnungstür eurer WG war offen. Also, Katrin, was kann ich denn für dich tun? Ich brauche mal jemanden zum Zuhören. Und da hast du mich ausgesucht? Ich wusste ja gar nicht, dass ich dir so viel bedeute. Ach was. Du weißt ganz genau, dass ich dich schon immer als meinen besten Freund angesehen habe. Was ist denn nun mit dir, Katrin? Ich habe lange überlegt, ob ich es dir sage oder nicht. Und... Keine Angst, ich bin auf alles gefasst. Ich habe Krebs, Martin. Das tut mir sehr leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist schon gut. Ich habe mich damit schon abgefunden, dass ich nicht mehr lange leben werde. Hör auf damit. Du musst dagegen ankämpfen, bitte. Es wird bestimmt nichts nützen. Es ist zu spät. Wie lange weißt du es? Ungefähr 2 Monate. Ich habe mich damit abgefunden. Verdammt, Katrin! Du hast noch so viel vor dir. Du bist viel zu jung, um zu sterben. Wie viel Zeit man hier verbringt, ist doch nicht so wichtig, oder? Wichtiger ist doch, wie man seine Zeit nutzt und was man daraus macht. Seit meine Freunde davon wissen, halten sie sich immer mehr fern von mir. Ich weiß nicht warum. Das ist nicht wahr. Ich werde niemals von deiner Seite weichen, egal was passiert. Können die Ärzte sagen, wie lange du noch hast? Genau das ist es. Sie gingen davon aus, dass heute mein letzter Tag ist. Katrin. Noch bevor ich sterbe, wollte ich dir noch etwas sagen. Ich liebe dich.
Ich werde dich niemals vergessen, Katrin. Du wirst in mir weiterleben. Solange, bis auch ich diese Welt verlasse.